Ja, dann sage ich mal auch wieder ein Welcome back. Ja, hier zu einer weiteren Folge vom Multiplayer hier im ATS 2. Immer noch dabei der Gothic-Teufel. Ja, und. Moin! Genau, da war das Stichwort. Ja, und natürlich auch der Matti, der da hinten hinter mir steht. Hallo. Ja, und wir sind immer noch unterwegs nach Stockholm. Hast wen vergessen? Ach, die Dori. Ach ja, stimmt. Audiotechnisch ist ja Dori auch noch mit bei. Ach Gott, verdammt. Entschuldige. Gott, wie kann ich nur? Ich glaube, sag. Ob's ja nicht Sandmann ist da. Was? Sandmann ist auch mit hier. Ist da. Cool. Nice. Was ist mit Darian? Hat er da schon was? Weißt du da schon? Keine Ahnung, ich guck gleich. Ich versuche gerade jemanden Trainer einzuparken. Oha, na dann. So. Oh ja, ich muss sagen, es fährt sich schon viel besser. Ja, die Einstellung ist gut. Und da ist jemand gekickt worden. Oh, der Matti. Ich. Ja, warum auch immer. Angeblich ein zu hohen Ping. Oh. Aber ich lade nichts runter. Ja. Gut, dann warte ich hier auf dich, oder? Nee, brauchst du nicht warten. Fahr ruhig weiter. Ich hole dich hier ein, weil ich keinen Auftrag hier habe. Ach, stimmt. Du kannst ja eh schneller fahren wie. Okay, gut. Alles klar. Ah, Verbraucher aus. Kannst du machen, jojo, alles gut. So. Ping habe ich. Hm. Und mein Down ist sowas im Keller. Wir haben eine 100.000er Leitung. Hat gerade mit 2000 Mbits runter. Ja, super. Ist ja nicht so viel. Aber das Upload ist normal. Hm. 2,5. Ich geh mal kurz hoch zu Daniel und frag mal. Jo, mach das. User left your channel. Oh, trag an. Mal gucken, was jetzt zieht. Mhm. Immer noch 0% Netzwerk. Ja, toll. Das ist natürlich super. Das ist, sehr schön. Klasse. Jo. Finde ich, jo. Macht Sinn. Braucht ein bisschen CPU, aber mir auch nicht. Hm. Was für eine Firma musst du? Weißt du das gerade? Warte mal, nicht wirklich. Moment, guck ich. NS Chemicals. Gut, hab ich mir markiert. Sehr schön. Ich hoffentlich ein. User joined your channel. So, wie er da. Bibi. Bibi. Wenn er runter will, schubst er mich an, weil ich nehme ja gerade nicht auf, damit deine Aufnahme nicht geblinkt wird. Jo. So, ich bin jetzt da, wo wir uns eigentlich treffen wollten. Malmö. Korrekt. Gut, okay. Ja, ich hab noch ein Stückchen bis da, aber jo. Gut. Ich habe noch 1090 Kilometer bis Stockholm.
Und ich bin jetzt, Moment, wo sind wir jetzt gerade? Ja, wir sind jetzt, denke ich mal, müssten wir jetzt fast an der Fähre sein. Sehe ich gerade gar nicht, was da oben jetzt kommt. Und wo ist die? Rostock. Warte mal, ich warte, ich guck mal, ob ich in Rostock was hin habe, dann wartet ihr da. Das ist von Malmö bis Rostock nicht weit. Dann treffen wir uns da und dann fahren wir von Rostock aus dann nach Stockholm. Ja, oder so, genau, gut. Machen wir. Alles andere würde nämlich jetzt zu lange dauern, weißt du? Das stimmt, ja. Wie viel musst du noch fahren, Diesel? 1063. Das ist noch ein paar Kilometer vor mir. Ich fahre hier mit 150. Aber das Gute ist gerade, freie Bahn. Ja, das ist gut. Also ich fahre mit 79,80 und so. Eigentlich so. Konstant. Jetzt sehe ich dich auf der Karte. Juhu! Jo. Sehr schön. Toll, das Schöne, ich hab nichts nach Rostock. Das ist nicht gut. Das ist blöd. Sehr unpassend. Ganz viel, ich hab ganz viel Oslo und Stockholm und Wien, aber nicht Rostock. Ja, schlecht. Was soll ich denn in Köln? Das weiß ich nicht. Karneval feiern oder so? Ah doch, da habe ich was. Ich hab aggressiert. Okay. Schwerstransport. Der XX Trex 545. Ja, nice. Jo. Und jetzt hat er natürlich ein Tempomat noch ausgenommen, die Drechser, zu weit runtergegangen war. So, dann müssen wir wieder auf 80 hoch. Beschleunigen. Oh, mein Lenkrad, das Force Feedback muss ich nochmal einstellen. Das ist irgendwie doch noch zu intensiv. Oh. Also eher im Spiel selber. Dass das nicht so, dass das nicht so die Geräusche, weil der den hörst du ja auch schwer, wie jede Unebenheit. Deswegen, ich weiß gar nicht, da müssten wir. Hast du Force Feedback bei dir aus, Matti? Ja. Ach so. Also, ich hab's auf 2%. Ja, toll. Das ist so gut wie aus. Dann könnte man es auch gleich ganz auslassen. Ja. Ich glaube, bei 2%, da merkst du das Force Feedback nicht mehr. Na, ja, außer du fährst über einen fetten Hook. Naja, dann merkst du es aber richtig. Ja, aber. Wenn du jetzt zum Beispiel hier über das Gras fahren würdest, würde man es ganz leicht merken. Ja, toll, jetzt darf ich 71 Kilometer leer fahren, ne? Eieiei. Na toll. Was mit 90, ey? Also mit 30. Okay. Wir sind auch schon gleich bei den unter 1000 Kilometern. Ja. 1004. Kriegst du eigentlich für die Fahrt, Wiesel? Irgendwas mit 42.000, glaube ich, war das. Ah, zu wenig? Ja. So wenig? Ja. Ich weiß. Ich weiß da auch nicht warum. Alter, weißt du ganz ehrlich, ich würde mal Trucker in dem anschreien, Alter. Ja, irgendwie ja, das ist Mobbing. Ist. Und den Support. Juhu, die Hupe ist dafür, dass wir 1000 Kilometer geschafft haben. Leute, ich bin der Wiese mit der ganz viel Diesel. Seht mal zu, dass meine Tunnel etwas besser sind. Ja, ich würde sehr gerne mal wissen, warum das so ist, weil es irgendwie. Ich habe nichts anderes wie ihr und kriege weniger. Also irgendwie, das ist ja schon Diskriminierung am Arbeitsplatz. So kann man das auch betiteln, ne? Alter!
172 Tacken für Maut, Alter, die haben da wohl ein... 172 ist aber teure Maut. Naja. Ach, die haben ein Loch im Sack, du. Ich würde mal sagen, da hat Merkel mal wieder gut reingehauen, wa? Deutschland ist pleite. Ja. Boah, ich hoffe, Theodor Zudenberg, nee, wie hieß er? Doch, Gutenberg soll Gutenberg doch wieder kommen, oder? Ja, ja. Wenn der zumindest wieder das Amt von der von der Leyen übernimmt, dann wird sich erstmal in der Bundeswehr wieder was gehörig ändern. Hm. Hoffentlich. Naja. Boah, Mann, ich meine, soll mir nicht sein. Gehen morgen, ey. Komm jetzt hier nicht mit Politik an, ey. Dann bin ich weg, Alter. Ich komme noch gar nicht mit Politik. Ja. Ich würde nur sagen, dass die. Du, die beiden, die SPD und CDU, sind beide scheiße. Also. Ja, gut. So, das nicht so über die Parteien reden, sonst wird das Video noch als werbeunfreundlich dargestellt. Angeblich werbeunfreundlich. Naja, zum anderen, erstens das und zweitens, Politik gehört allgemein in solche Videos erstmal so nicht ran. Also boah. Nee. Weil, dann verzeiht mir bitte, ich habe damit angefangen. Weil du hast nämlich das Problem, es gibt immer Leute, die eine andere Meinung haben. Und das gibt dann wiederum eine unendliche Diskussion und Entschuldigt, Leute, es war meine Schuld. Bitte nehmt's nicht so übel. Genau. Steinigt Matti, los. Nein, please not. Schick ihn in die Hölle, da hat er es jedenfalls warm und flauschig. Genau. Gut. Und als Strafe, da holen wir ihn noch so einen richtigen Thermoanzug, damit er richtig das Schwitzen anfängt. Ja. Dann nimmt er ordentlich ab. Also ich kann nicht mit Baumwolle bewerfen. Bist du blöd. Wolle. Ja. Baumwolle tut doch nicht weh, ist doch flauschig. Deswegen ja. Dauert ein bisschen, bis ich dann blute. Oder ich schick dir die flauschigen Füße vorbei. Oh wie? Ja. Ich hab gerade kein Schwert oder kein Katana zur Hand. Oder eine andere Waffe. Naja. Ob ein Katapult oder irgendwas anderes. Ein Pfeil und Bogen hast du auch nicht da? Mensch. Ein Pfeil. Ein Bogen, ja. Nee. Was siehst du? Eine Armbrust hätte ich. Naja. Armbrust hätte ich. Na dann. Das geht doch. Na, dann schick mal die flauschigen Füße vorbei. Oh, hier gibt's wohl genug. Das müsste man mal machen. Sich so flauschige Füße selber machen. Also baust dir so die Creeper-Füße nach. Mhm. Und dann. Ich weiß nicht, irgendwas Flauschiges halt. Dann steckst du deinen Fuß halt ganz normal rein. Aber hinten, da wo die Hacke dann ist, ist auch nochmal so ein flauschiger Fuß. Mhm. Weil es sind ja vier. Flauschige Füße. Wenn das dann hinkommt. Ja. Ich glaube, dass es vier sind hier. Richtig. Sollten vier sein. Wo kennen die. Wieso ihn? War ich jetzt stehen geblieben? Kennt ihr irgendwas? Hm. Weiß ich auch nicht mehr weiter. Ja, gut. Ich muss mal auffrischen. Ja. Jetzt hast du vor lauter flauschigen Füßen den Faden verloren. Ja. Ja, gut. War gut. Ja, ne? Shit. Alter. Jo, Matti, zieh vorbei. Muss ja gleich eh wieder bei Rostock da weg. Achso. Weil da ist eine Ausfahrt und da will ich nicht hin. Oder muss ich reparieren? Ne, reparieren muss ich auch nicht, von daher. Gut. Ja, morgen, Alter, wie soll ich hier bitte schon mit einem Schwerstransport rauskommen, Alter? Die haben da wohl richtig was an der Pfanne. Nee. Ja, no risk, no fun. Yay, Rostock, yay.
ist mir beim Tigerleine aufgefallen, wenn du ein bisschen den LKW zum Schaukeln bringst und dann die beiden Anhänger hinten auch schaukeln, dann kriegst du einfach Prozent Schaden. Okay. Das ist richtig unnötig. Auf jeden Fall. Wir müssen einfach noch die Tigerleine mehr ausreichen. Ist immer so. Richtig. Zum Beispiel. Vor allem sollten sie die Collision Area auf jeden Fall erweitern. Dass du nicht wie passierst du wie uns beiden. Genau. Stehst ineinander, fährst raus, hast eigentlich eine No Collision Area und batsch, kriegst 1% Schaden. Und du weißt nicht mal wovon. Nee. Also, das ist dann schon scheiße. Einfach dann mit mal einfach aus einem rausbackst. Mhm. Dann meint Eurotruck, nee, das war jetzt 1% Schaden wert. Genau. Da geben wir mal Prozent. Prozente. Jetzt bei dem Prozenteladen deines Vertrauens. Ich habe keine Marke genannt, weil ich gerade auch keine wüsste, die so einen Prozenteladen hätte. Ja, gut. Das ist wohl wahr. Ey, Leitplanke übersehen. Wiese, das, was ich hier gerade durchlebe, das wäre was für dich, Alter. Du wirst vor so abfluchen. Meinst du? Ja. Kommt drauf an. Schwerstransportkran, weiß ja selber, wie lang das Ding ist, das ne? Das weiß ich, ja. Ja, und ich habe vor mir einen Zaun und muss aber rechts ab. Und links und rechts steht ein Container. Also auf der linken Seite steht ein scheiß Container, auf der anderen Seite ist eine Scheißwand. Ja, gut. Ach, toll. Ja. Kann man sich wirklich vorstellen, ne? Ja, ja, na klar. Mhm. Das macht Spaß. Das gibt Klicks. Der war jetzt schlecht. Ich noch am Überlegen, ob ich mir F1 noch hole. Oh, das wäre schön. Die 17? Cool, oder? Ja. Mhm. Wie fährst du das mit Tastatur oder Lenkrad? Also ich fahre es mit Gamepad momentan, weil ich könnte es mit Lenkrad fahren, dann müsste ich es hier drüben dann nur einrichten. Ja. Mit dem Rechner müsste ich da mal machen. Wenn ich weiß, dass du es dann hast. Mir in meinen Bogen. Wie gesagt, ich habe mir sowieso überlegt, man müsste auch irgendwie mal sehen, dass man mal vielleicht mehr auch in so eine Richtung mal streamt oder so. Weißt du, auch mal ein paar Rennspiele oder sowas, wenn sowas wäre. Dass man nicht immer nur dasselbe bringt, weil ich glaube. Ja. Hat man ja gesehen, wo ich letztens Minecraft gestreamt habe. Kam ja auch echt gut an. So, wir sind jetzt, glaube ich, gleich an der Fähre, ne? Habe ich das zu viel, oder? Ja, da liegst du. Was? 0,1% Schaden am Anhänger? Was? Wobei, weswegen? Ich bin nicht draufgefahren. Was? Du bist mit draufgefahren? Nicht draufgefahren. Achso. Warte mal, jetzt gucke ich mal. Oder Speed Forward wird eine Meise. Ja, Speed Forward eine Meise. Ich habe 0% am Anhänger. Ja, er zeigt ja auch keine 0,1% an. Deswegen, weil wie gesagt, Speedform meinte jetzt gerade 0,1% Schaden. Ich weiß nicht woher. Ich bin jetzt auch nirgends. Oh ja, falsch abbiegen. Naja, ist egal. Falsch. Kann sein, dass du 0,5 hast einfach durchs Fahren. Möglich, oder? Verschleißteile. Ja, oder halt, dass ich irgendeine Bodenwelle oder was mitgenommen habe und da dann den Prozent gegeben hat. Aber. Genau. So, also wir wären jetzt in Rostock an der Fähre. Ja, dann wartet da, ich bin auf dem Weg. Alles klar. Rechts hinstellen? Ja. Upsalalala. Das war ein harter Bordstein. So. Ups, ich habe in den sechsten geschaut. Ups. So.
Da habe ich noch 10 Minuten. Ja gut, wie weit ist es von dir aus gesehen, Perfekt? 221. Okay. Gucken, ob wir das noch in der Aufnahme mit reinkriegen. Das mit 90 km/h, keine Ahnung, wie viel das in Real Life Zeit ist. Achso, Matti, willst du zufällig die Tastenkombination, dass man im Cockpit das Navi umstellen kann, also ranzoomen kann? Weil damit man das besser sehen kann, die Anzeige und auch die km/h-Gedönse. Weil Gothic sagte, da gibt es wohl eine Tastenkombi. Ich kann ja mal in Einstellungen gucken, ob es die irgendwo in Einstellungen schon gibt. Ja, Navikartenmaßstab ändern. Moment, wo ist der Navi? Ach, hier. Was? Innenansicht. Audioplayer. Weltkarte. Hä? Wo ist denn die? Da musst du mal dann mal bei Sandmann fragen, der weiß das. Zustandsinfo? Du meinst, nee, Navigation? Nee, hä? Du musst oben bei Funktion und dann bis unten bei der HUD-Steuerung und dann zwei drüber. Da steht das. Ah, Navikartenmaßstab ändern. Ach, dort. Aber das ist jetzt nicht krass. Die 5. Okay. Die Taste 5 ist das bei mir. Okay. Ich muss jetzt gerade mal probieren, ob sich da was verändert. Ja toll. Das ist nur dieselbe ja. Sache wie im normalen. Ich dachte wenigstens, man kann dort auch das die km/h-Anzeige nach oben kriegen, dass die größer ist. Ne? Dann bringt mir das Navi gar nichts, weil. Was denn? Doch, Wiese, da geh mal zu Daniel. Das hat irgendwas mit dem Cockpit zu tun. Der hatte Mist. Ich hatte ihn mal auch gefragt, aber ich hab's wieder vergessen. Muss aber aufpassen, das Stream gerade. Big Shoe. Oh, ja, nö, wie gesagt. Mach ich dann nachher. Was mit dem Cockpit hat das was zu tun? Cockpit-Fahrinfo zurücksetzen. Nee. Mode des Route Dingsbums, LKW einstellen, das ist das Zustandsinfo. F8 ist die Info. Ja, nächste Seite, vorige Seite. Naja. Ich guck grad mal in deinen Hänger rein, da ist ja gar nichts drin. Na toll. Leerer Raum. Hast du die Fracht verloren? Ja. Nee, er hat bestimmt unterwegs gehandelt oder so. Ja, oder ihm wurde unterwegs vom A-Team so ein Loch in den Boden geschnitten. Ja, oder das. Das könnte natürlich möglich sein. Ach ja.
fast über 100 Fahrer. Ne, ich hab fast 100 Fahrer. Viel. Wohl mit dem Schwersttransporter tut sich der Volvo doch schon recht schwer, muss ich sagen. Echt? Ja, was das Hochschalten anbetrifft. Herr Wiesel, ich glaube, ich bin gleich in Rostock. Das ist schön, ja, das wäre toll, ja. Also, wir stehen hier schon im Warten. Hui, wer ist denn da oben? Da ist ein grüner Punkt. Ach, du kommst nach Rostock rein, oder wie? Okay. Ja. Ach so, ja, wir stehen vor der Fähre. Wir stehen auf der Straße. Oder können wir schon rinfahren? Ja, warte, wenn du das dort bist, ja, gut, dann. Gut, warte ich. So. Ich muss genau in die andere Richtung. Wartet Echt? Ihr kurz? Ja. Ich hab noch 51 zum Ziel. Ach so, ja, na dann fahr zu Ende. Ja, dann fahren wir bloß schon mal hier rum. Fahren wir schon mal bis hinter, bis zum Fernsymbol und dann können wir ja warten. Und dann mache ich dann erstmal die Aufnahme nochmal beenden und wir starten dann eine neue, weil das wird sonst nix. Das passt nicht mehr, nein. Oha, hinter uns kommen welche. Nicht gerade wenige. Echt? Krass. Jo, die werden alle zur Fähre fahren. Ja. Wenn das hier eine Collision Area ist, ist das auch gut. Jo, ist es doch. Was ist das denn da? Zahl-Kuro. Da können wir uns doch hier. Wieso gehört er zu dir? Wie hieß er noch gleich? Kann sein, wiss nicht. Sagt mir. Saruro 5. Ja, gute Frage. Wollen mal runter, oder wo ist denn der jetzt? Dann guck ich mit dem. Der ist jetzt bei Sandmann. Das kann nur Sinn, dass es von Sandmann einer ist, weil mir sagt er nämlich momentan nicht. Weil wenn der mit der Sandmann unten ist, dann wird er wohl zusammen mit ihm gehören irgendwie. Okay, nein. Der gehört zu Sandmann, der hat nämlich Push to Talk bekommen. Na siehst du, also, dann haben wir zu. Weil es hätte mich nämlich jetzt gewundert, der Name sagte mir nämlich erstmal nicht viel. Oh, Karlszwerg war auch kurz online. Hab ich gesehen. Ja, wie gesagt, ich achte da jetzt besser drauf, deswegen. Hm.
zu. Ja, siehst du, die fahren alle zu Fähre. War doch irgendwie. Habe ich mir das fast so gedacht. Wir fahren jetzt nach Stockholm, ne? Richtig. Wenn ich mir gucken, ob ich eine Fuhre nach Stockholm bekomme. Würde ja Sinn machen, in dem Sinne. Würde deutlich Sinn machen, genau. Ich parke mich hier erstmal ein. Genau, Matti macht mal Licht an, genau. Dann sehe ich wird. Oh, wer kommt denn da? Ach, noch jemand, der. Zur Fähre will, sehr schön. Ich würde sagen, ich stehe. Ja. So, Licht aus. Ja, und da würde ich dann an der Stelle erstmal die Folge hier beenden. Ja, wenn es euch gefallen hat, ihr Lieben, dann ja. Würde ich mich da über eine positive Bewertung freuen und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Ja, und bis dahin sagen wir Ciao mit V. Tschüss. Tschüss. Tschüss.